Hi Sportfreunde zu einem Topspiel. Boom! Am 7. Spieltag, am 8. Am 8. Und zwar Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Fast das Beste, was die Liga zurzeit bieten kann. Topspiele auf dem Platz. Ja, alle gut stark. Wir spielen heute die Preview für euch. An meiner Seite wie immer Armin. Mhm. Und was sagst du dazu noch? Ja, ey, hast alles gesagt. Also individuelle Klasse und gute Abgestimmtheit treffen hier aufeinander. Ja. Also da ist schon echt viel möglich. Kann aber halt auch gut sein, dass dann da Borussia Mönchengladbach doch recht schnell auch unter die Räder kommt. Also da müssen sie wahrscheinlich auch aufpassen, auch defensiv gut stehen. Ja, das ist richtig. Was ich bisher so gesehen habe bei dir, hast du auch eine Defensive auf dem Platz? Das sah nämlich gerade nicht so aus. Boateng und Hummels können und auch neuer defensiv spielen. Ja. Ja. Nee, also ich habe tatsächlich relativ offensiv aufgestellt. Ich habe einfach mal Müller anstatt in Sturm einfach, damit ich Raum noch reintun kann, habe ich Müller einfach zentral gesetzt und dafür so alte Leute wie Xabi Alonso rausgetan. Braucht man eh nicht. Also bin ich sehr gespannt, wie es funktioniert. Müller muss auch ein bisschen nach hinten arbeiten, aber wird klappen. Ja, ich habe auch eine Offensive. Du hast auch eine sehr offensive Aufstellung. Und zwar ein 3-5-2. Ein sehr offensives 3-5-2, ey. Das wird spaßig auf jeden Fall. Jetzt müssen wir noch beide auf totale Offensive spielen und es fallen 6 Tore ungefähr. Mach ich mit. Wollen wir machen? Nee, ich spiele erstmal ein bisschen kontrollierter. Ey, komm, machen wir mal. Und wenn es dann nötig wird, ich spiele trotzdem wirklich offensiv auch. Doch. Ja, also ich habe kein Problem, ist total offensiv. Ich weiß. So, Gladbach hat Anstoß. Du übst das auch mehr, deswegen. Los geht's. Ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Partie. Ich bin mal, bin sehr gespannt. Auch in der Allianz Arena, also große Kulisse. Genau. Man hat es ja am Anfang gesehen. Ja. Schön beleuchtet. Und wir sehen ja auch schon. Oh, da wird direkt wieder eingestiegen, wie sonst. Was mir das hier jetzt nicht. Man muss mal Zeichen setzen. Direkt am Anfang genau auch gelb gibt, dann das muss halt schon sein. Vielleicht gibt es aber rot. Fände ich auch ganz gut, aber gibt's nicht. Nee, nur gelb. Oh, rot in der dritten Minute, Alter. Dann kann ich gleich einpacken. So. Ist das nicht so ein Verteidiger? Nee. Nee, okay. Offensiv. Okay. Hast du Glück gehabt, aber Alaba hier. Wär durch gewesen. Das wäre ja krass. Ich musste es machen. Weil ich habe hinten ja nur 3 Verteidiger. Ja, ich habe allein schon gleich viele Stürmer wie du Verteidiger. Und habe dann noch, ja, also bin auch offensiv ausgesehen. Man hat vorhin schon direkt gesehen, direkt als bei Ballgewinn ist direkt Thiago nach vorne gesprintet. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Also da bin ich echt sehr gespannt, wie das wird. Und da ist Lewandowski. Traumhaft. Da ist Lewandowski direkt kurz Einschussfrei gewesen. Es gibt auch noch Gelb. Das sehen wir jetzt hier schon. Aber es ist hitzig. Es ist sehr hitzig. Erstmal Vorteil weiterlaufen lassen, was ja auch sicherlich okay war. So. Rückpass zu Neuer. Ja, da müssen sie. Oh, lahm verspringt der Ball eindeutig. Das habe ich gesehen, er ist mit dem Fuß gerutscht. So, es geht Hummels. Das. Ja, oh, das ist natürlich auch bitter in der 7. Minute. Jetzt könnten wir sich schon mal fragen, was meint ihr? Gehen alle 22 Spieler am Ende vom Platz oder sind es weniger? So wie es jetzt gerade losgeht. Ribéry ist auf dem Platz, ja. Also es wird dann hier nochmal extra hitzig. So wie es jetzt gerade losgeht, glaube ich nicht, dass hier alle komplett dabei bleiben. Bei mir vielleicht als erstes nicht. Ja, ich werde einfach mal zumindest den nächsten Weltklasse-Verteidiger auswechseln. Ich habe ja noch einen oder zwei auf der Bank. Ja, so, Kramer, mit dem ersten. Mit der ersten. War das eine Flanke oder ein Schuss? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Es war eigentlich ein Schuss, aber es sah aus wie eine Flanke. Ja, also. Viel zu hoch, viel zu fest. Das kann nichts werden. Ja, so. Lewandowski auf der anderen Seite schon fast einschussbereit gewesen. Aber Westergaard hat es traumhaft gemacht. Das war mit der Hand gerade mitgenommen, aber. Nicht gesehen. Ja. So, nee, war auch gut geklärt, das ist richtig, aber ja. So. Und da ist Lewandowski jetzt am Durchstarten. Ja, er ist schnell, aber nicht schnell genug, um da komplett durchzukommen. Ribéry. Ribéry mit dem Schuss und Robben direkt. Klarschuss. Und Robben. Sommer hält zweimal gut. Ja. Die beiden Außen, die Robben Ribéry. Zange, die altbekannte, schlägt gerade schon wieder fast. Du meinst Robbery? Robbery meine ich natürlich. Die Robbery? Ja. Nee, ist auch gut auf den Sommer. Dafür ist er auch nach Gladbach gekommen. Gladbach weiß immer, wen sie holen sollen. Ah, verdammt. Ich muss gerade, sorry. Dafür, dass Westergaard den wegköpft, oder was? Ja, das war nicht so ganz geplant.
Ja, Alaba hat auch mal einen Schuss setzen dürfen. Ja. Ja gut, es war nicht er ganz... Er kann das aber. Ja, aber es war nicht ganz so... Es war vielleicht noch gut gedacht, aber es war dann auf jeden Fall der falsche Fuß. Aber, und dann, nee, er ist Linksfuß, aber oder, halt mit der Innen. Ja, er war, hat es gemacht. Ja, war nicht ganz so geplant. Es war anders geplant auf jeden Fall. Es hätte auf jeden Fall ein Tor bei rausspringen sollen. So der Plan. Ja gut, bei mir auch bei ihm Schuss. Noch nicht. Noch? Oh, jetzt will ich hier mal Lewandowski ein bisschen so auszuspielen. Hat ja auch geklappt, ne? Ja. So, Raphael. Gegen Darm. Dann müsste eigentlich Raphael schon schneller sein. Ja, er kommt auch durch. Schön. Jetzt noch die Flanke. Oh, 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 oh. Hummels geht nach oben. Hermann komplett frei. Hummels hat irgendwie krass Stellungsfehler gemacht. Kommt gerade noch so mit dem Kopf irgendwie gefügt dran, mit dem Oberschenkel. Kommt gerade noch so. Die Frage ist, ob Neuer, er war da. Ja. Aber dennoch, okay. Hey. War aus sehr kurzer Distanz. Also, wäre schon. Hätte schon gut sein können, dass er drin ist. Ja. So, Hermann mit der Flanke. Lahm mit dem Kopfball. Kopfballduell. Nochmal eine Ecke. Ja. Gladbach macht schon. Die halten gut mit. Das kann man mal sagen. Ja, hier nochmal der Schuss von Alaba, der nicht so hochwertig war, dass man jetzt hier nochmal zeigen muss. Aber danke an die Regie, würde ich dazu sagen. Aber das Spiel hält ja, was ist versprochen. Jetzt der Konter überladen. Und zwar richtig Spannung und... Hinten ist alles offen, oder was? Wo ist denn deine Abwehr, sag mal? Ich hab nur drei. Was soll ich machen? Und Lahm. Lahm probiert selber. Es wird noch leicht abgefälscht, aber das ist dann auch egal. Lewandowski. Lewandowski Tor. Da habe ich einmal einen Fehler gemacht. Direkt den Ball verloren und dann ging es mit der einen Pass direkt nach vorne in die Spitze gefühlt. Ne, vielleicht waren es auch zwei Pässe und Lewandowski lässt sich das natürlich nicht nehmen. Mann, warum konnte ich Hermann nicht, warum konnte ich den nicht reinmachen? Hier sehen wir sogar nochmal in der ganzen Ballversprung. Ein Pass nach vorne, zack, Tor. Das war Adrian. Ribéry verdeckt die Sicht komplett und dann ist er drin. Jetzt hat er Ball im Netz. War das wohl die so geplant? Natürlich. Was genau jetzt? Das Ribéry Lewandowski verdeckt. Nein, nein. Das muss ich sagen, haben die sich selber ausgedacht. Ja. Aber der Lewandowski mit dem dritten Tor, ja, da freut er sich bestimmt und hofft auch, dass noch mehr dazu kommt in dem diesem jetzigen Spiel. Alaba mit dem missglückten Tackling, da kommt jetzt Traoré durch. Das wird er sich so nicht vorgestellt haben. Ja, Thiago auch nochmal vernascht. Okay. Ich treffe den Pfosten. André Hanau drüber. Nein. Was für ein Dusel für die Bayern. Dusel Bayern, genau. Dabei war das gar nicht das Highlight eigentlich. Nee. Sondern aber der Tor war auch frei. War Hermann wahrscheinlich wieder. Aber ne? Ich war komplett beim André Hahn-Schuss überrascht, dass ich dann nochmal so dran komme. Weil ich dachte so, Pfosten, oh nee. Ja, ich habe auch wieder schlecht geklärt. Ich hätte hoch, ich kläre immer flach. Das weiß natürlich der Marlin auch schon. Und ist dann da noch breit. Man müsste eigentlich einfach hoch rausklären, einfach rausschlagen. Mache ich nie. So, es gab gerade nochmal Vorteil, aber das war wahrscheinlich so kleines. Das wird nicht nochmal extra gepfiffen. Und Müller, ganz stark in der Defensive. Robben wird hier... Siehst du, sowas wird gepfiffen, aber wenn bei mir, wenn ich aufgehalten wäre, dann nicht. Ja. Nur weil es die Bayern sind. Hartes Foul. Ja, genau. Nur weil es die Bayern sind. Oh, okay. So, Vidal gerade als zentraler defensiver Mittelfeldspieler den Ball verloren. Das ist nie gut. Aber Alaba passt auf. Ein Glück. Aber ich bin noch nicht weg, das ist gut. Nee. Gladbach hält gut mit. Hatte sogar jetzt auch schon eigentlich ein bisschen bessere Chancen als die Bayern. Nur die Bayern haben halt das Tor gemacht. Ja, Vidal schön in seiner Rolle. Hinten ab, als Abräumer. Ja, sehr gut. Ich komme ja gar nicht mehr an den Ball. Okay, der war zu offensichtlich. Schade. Lewandowski muss auch aufpassen, dass er von nicht zu viel rennt. Warum nicht? Nur weil er da nicht mehr kann. Ne? Oh, Robben wird wieder gefallen. Ja, er wollte schon hier eine Schwalbe machen. Der arme Junge hier. Ribéry hat sich ja jetzt auch geäußert, dass er kein unfairer Spieler ist, sondern dass er nur so stark gefoult wird, dass er sich da auch mal wehren muss. Ja, er wird auch dauernd gefoult. Das ist richtig. Aber ja, wehren ist trotzdem halt so eine Sache. Ne? Also darf man halt trotzdem auch als Profifußballer nicht. So, Johnson. Darf auch nochmal fröhliches Scheibenschießen hier. Gibt's nochmal eine Wiederholung, wie er aus dem Stadion fliegt? Nee, das war zu weit weg, glaube ich. Wurde nicht als Schuss gezählt oder so. Ja, richtig.
Da kommt Thiago an den Ball. Thiago mit dem gewonnenen Kopfball. Und jetzt geht es natürlich direkt nach vorne. Das ist schade, weil jetzt fehlen natürlich hinten die Leute. Jetzt muss Boateng da hinten retten. So, Lahm Johnson. Im Laufduell. Ah, oh, lässt sich wieder austanzen. Und wieder frei. Da ist er. Gott, was der ist denn Herrmann da los? Zweimal frei. Das gibt's beim nicht. Beim zweiten Mal nutzt er so. Und Kramer. Kramer. So, jetzt. Ich bin komplett durcheinander. Kramer schlägt einfach beim Jubel mal. Ja, ey, das kann so nicht sein. Die super hochgelobte Bayern-Defensive. Ne? Die ist super, super Bayern. Die hochgelobte Defensive da hinten, die ist total frei. Das kann nicht wahr sein. Das stört mich jetzt doch gerade sehr. Und da rastet Schubert auch ein bisschen aus. So, Herrmann, mit dem ersten Saisontor. Das ist immer was. Auch noch Kopfball, ne? Ist man ja von ihm nicht so gewöhnt. Ja, ist schnell noch, sonst, ne? Eher so der Stelle. Ja, und Trippel halt und. Ja. Bereitet aber eher nur vor. Ja. Apropos vorbereiten. Ribéry am Ball. Ribéry setzt sich durch. So. Kramer, sehr schön. Das Spannung liegt in der Luft. Oh! Johnson. Robin lässt sich so leicht verladen. Wie Lahm, wo ist denn Lahm hier schon wieder? Oh, Robin macht nur Fehlpässe, gleich wechsle ich ihn aus. Sag doch sowas nicht. Sehr gut, schön, schönes Laufduell gewonnen von Hummels. Müller. Jetzt kann Müller starten, das war super gespielt. Thiago wird gelegt. Ja, aber das war. Gibt nix. Ich lag früh genug auf dem Boden, denn der Reinhoff selber schuld. Ja, das so kann man es natürlich auch sagen. Nee, es war doch so. Müller arbeitet schön in der Defensive mit. Sehr zerfahren gerade. Vidal. Siehst du schon wieder. Oh. Mit dem schwachen Fuß und Lewandowski mit dem 2-0. Mit dem schwachen Fuß hat Robin da, also wenn er auch einen schwachen Fuß hat, hat er reingeflankt und Lewandowski ist wieder da. Zweites Tor von ihm. Langsam müssen sie ja wirklich mal unter Kontrolle bekommen. Ja, nicht, dass ich noch den, Hattrick erzielt. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Und Sommer war noch dran. Ja, besser als der neue, ne? Ja. War nicht mehr dran. Ja, der anderen war er auch nicht dran. Also jetzt war Ball flach halten, nicht wahr? Ja, und da jubeln sie. Klar. Schönes Tor, gut rausgespielt. Fehler ausgenutzt wiederum. Aber das Spiel ist echt super. So wie man es erwarten konnte. Offensiv, ja. Schon 3 Tore in einer Halbzeit. Läuft bei uns. Defensivreihen wird es nicht freuen. Traoré probiert es nochmal. Mit der Hacke auf Kramer. Oh, nein! Kramer war komplett frei. Am Strafraum pfeift er ab. Das ist schon ein bisschen dreist. Alter, das ist doch wieder das Bayern-Dusel-Dings. Lewandowski, ihr scheint ein bisschen traurig zu sein, verstehe ich ja, das nicht. Ja, weil er noch keine 5 Tore gemacht hat. Ja, 5 Tore in 9 Minuten oder was war das? 8. Alter, das ist so krank. Das ist so krank. In Wolfsburg. Das ist ein Weltrekord, das war Weltrekord, oder? Das war Weltrekord. So, ich komm mal zuerst zu meinen Wechseln. Douglas Costa für Thomas Müller rein und Javi Martinez, natürlich der Weltklasse-Verteidiger, trotzdem nur einfach von der Ersatzbank geholt für Mats Hummels, der hat Gelb hat. Verständlicherweise. Bei dir? Ich hab's noch ein bisschen offensiver gemacht. Und zwar ist das Hazard gedacht. Auf dem Platz. Der noch gar nicht drin war und trotzdem ging es schon so ab, dass ich schon heftig. Was ist denn das hier gerade? Und also, deswegen dachte ich mir so. Du, das kostet ein Glück. Oh, ist das. Ich sollte mal ein bisschen hier. Soll es ein bisschen? Gas geben einfach mal. Und deswegen. Und dann habe ich noch in der Verteidigung noch einen gewechselt. Und zwar ist Christian draußen. Geblieben in der Kabine. Oh, denn Robin. Ich musste noch ein bisschen was ändern. Und da habe ich mir halt gedacht, mach ich. Okay. Ja. Wir sehen schon das nächste Spiel für die Bayern gegen Augsburg. Auf jeden Fall machbar. Wenn sie hier jetzt die schlagen, dann sollte das auch wahrscheinlich kein Problem sein. Aber sagen wir halt nie. Das wusste schon nicht. James Bond. Gerade eben haben wir noch gesehen, dass Robin ein erstes Mal seine berühmt-berüchtigte Schusschance hatte, die allerdings relativ weit vorbeiging, also keine Gefahr für die
Verteidiger. Ich habe es gar nicht als Chance gesehen. Ja, okay. Da wird er wieder hier. Ja. Das nächste Spiel für Gladbach. Interessant. Gegen Eintracht Frankfurt. Schwierig. Das wird auf jeden Fall ein sehr intensives Spiel. Hazard gegen Hermann gegen aber wahrscheinlich Hazard auch irgendwann mal gegen Alaba. Das wird auch sehr spannend. Ribéry. Spielen die Bayern schon wieder defensiv etwa? Etwas defensiver als davor, das ist richtig. Uiuiui. Was aber nicht heißt, dass es hier uns noch Tore gibt. Alaba. Oh. Vidal. Okay, den hat er jetzt nicht reingemacht. War wahrscheinlich auch sein schwacher Fuß. Nee, ich glaube nicht, sondern Rechtsfuß. Ja. Aber das war jetzt gerade nichts. Also wie über den Spann gerutscht wahrscheinlich. Ja, nächstes Mal wird es bestimmt besser. Haben auf jeden Fall noch eine Chance rausgeholt aus dem Angriff. Das ist ja schon das Wichtigste. Schön viel Zeit um den gegnerischen Strafraum verbringen. Dann kriegt man keine Tore rein, nicht wahr? Ja, deswegen spiele ich auch immer total offensiv. Also, nicht immer, aber... Ja, schon recht häufig, ja. Oft. Ja, ich weiß auch nicht, warum du sagst, dass ich defensiv spiele. Meine komplettes Mittelfeld steht an der Mittellinie. Mann. Das gibt... Nix. Offensiv ist das. Dankeschön. Das ja, dann muss ich nochmal wechseln. Das war zu schwach. Wird es ein bisschen entspannter für mich? Nicht mal ein bisschen. Ach ja, genau, Wendt habe ich noch. Oscar Wendt. Richtig. Lahm hat schön hier den Ball gewonnen. Hey, wie weit vorne Lahm ist. Was rennt er mal nach vorne? So. Und Lewandowski. Mit dem. Okay, das war echt so frei, davon hätte ich nicht stehen lassen. Westergaard bleibt da stehen, guckt dann, macht noch seine Haare vielleicht oder wie. Alter. Ja gut, das war jetzt hier. Lewandowski fing an, Borussia Mönchengladbach im Alleingang abzuschießen. Drei Tore von ihm. Die Fans rasten aus. Und das war wieder über Robben. Schöne Flanke, da war er komplett frei, hat sogar noch Zeit, um ihn anzunehmen. Ja, eigentlich direkt guck, und deshalb hat der steht da an, guck, da ja. Steht er mal. Aber so. Der Hut auch nicht, der Hut ist offensiv, ne? Nee. Aber Realspiel halt, ja. Ja. Da, ja, was soll man dazu sagen? Da muss mehr kommen. Ja, das gefreut. Hattrick. Hat er sich bestimmt vorher auch nicht ausgerechnet, dass er das gegen Borussia Mönchengladbach schafft. Jetzt wird es langsam eng für die. Ja, totaler Angriff. Wer hätte das gedacht? Denn was gewinnt direkt den Ball. Boah, also das war auch für Vidal gar nicht so gut. Und Raphael zeigt da einmal mehr seine Klasse. Ja. Ein bisschen überraschend. Oder sah der näher aus, als er war? Kann man hier schlecht sehen, aber ich glaube, der war schon ein bisschen weiter weg. Nee, der war konnte man versuchen, dass die Distanz war, das ist vollkommen ein. Wahrscheinlich wäre Neuer auch angekommen, aber gut. Wissen wir nicht. Ja, aber Lewandowski da vorne rockt einfach übertrieben alles ab, also den bekommen sie echt gar nicht unter Kontrolle. Oh, er versucht es. Ribéry jetzt hier. Hat er mit einem schönen Pass versucht. Nicht durch. Ja, also. Oh! Ja, hier, das ist aber auch nicht okay. Von dir, ja. Richtig. Was? Robben wollte eigentlich nur ein Tor machen, das darf man nicht verhindern. Neuer spielt direkt mit. Da vorne ist alles frei. Boah! Da ist der Hut aber ordentlich reingegangen. Und das muss Gelb geben, auf jeden Fall. Na? Rudelbildung oder wie? Er ruft ihn zu sich, vielleicht gibt es sogar Rot. Nee, es gibt Gelb. Okay. Boah, mach mir doch nicht so eine Angst. Ja. Und die große Weste gerade ist ein kleiner Costa. Und Costa ist auch sehr klein, muss ich sagen. Das passt schon. Mit dem gewinnt man keinen Kopf mehr, glaube ich. Naja, doch schon. Der muss richtig immer. Boah, dann ist kein Wunder, wenn Ribéry austickt und der auch mal einen Ellenbogenschlag verpasst, ne? Also, da darf man sich dann nicht wundern. Ach. So, jetzt muss ich muss mal anfangen jetzt hier. Raphael. Gegen Philipp Lahm. Wir haben es gerade noch ein bisschen davor, noch zwei Gegenspieler. Aber steht dann Stellungsspiel und dann gewinnt er noch das Kopfballduell eiskalt.
alles wunderbar. Oh, was ein Zuckerpass. Ey, nee. Was ein Zuckerpass, was ein Zuckerschuss. Also dazu brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr viel. Okay, ich habe hinten nur noch zwei Verteidiger. Ja, aber Lewandowski hier mit dem vierten Tor. Und ich weiß nicht, wer diesen Zuckerpass gespielt hat. War es Douglas Costa? Ich glaube schon. Nee. Ja, er ist als erster da mit beim Gratulieren. Das ist, glaube ich, häufig auch ein Zeichen bei FIFA, dass es der Vorlagengeber war. Das könnte auch Thiago gewesen sein. Thiago ist raus für Douglas Costa. Achso. Nee, stimmt gar nicht. Ich war jetzt auf der rechten Seite, es war aber jetzt links. Vielleicht sehen wir es nochmal. Da ist es, ich glaube, es ist Douglas Costa. Vidal. Du kannst es gerade nicht sehen. Vidal war es. Aber ich bin auch abgelenkt von der unglaublich schönen Waffe. Ey, der. Der war. Das war ich, ist Costa. Ja, ist Costa, stimmt. Ich vor allem, ich dachte noch, dass der Sommer gern. Den noch kriegt. Ja. Das war ja auch knapp. Alter. Ja. War aber stark, ich glaube, es war stark gespielt und hinten explodiert. Wiederum. Vierer bekommen. Das habe ich auch noch nie erlebt. Es ging mich jemand. Ja, also heute auf jeden Fall ein guter Tag von ihm. Er freut sich. Fast jeder Sprint, den er gemacht hat, okay, jetzt gibt's nochmal mehr. Also zu spät gekommen, kleines Foul, keine Lieblichkeit, weiter geht's. Aber ich glaube, hat er sich jetzt auch nicht so vorgestellt und jeder Sprint gefühlt, den er hatte, ist zu einem Tor geworden. Vor allem alles hat am Anfang sah Gladbach noch richtig gut aus und, dann, und ich bin komplett zerfallen. Ich hab's noch gesagt, wir müssen aufpassen, dass sie nicht unter die Räder kommen. Ja, aber genau das ist passiert. Also kommt nochmal der Pass nach vorne. Ja, das kannst du gegen die Offensive vergessen. Nee. Alter, jetzt hat er noch Glück mit Pfosten. Was soll ich denn da machen, ey? Die gezielten Flachschuss 5 zu 1. An den Post, an den Pfosten. Da kriegt er noch sein Tor. Und wir sehen, die Kamera wackelt. Das ist, ja, Allianz Arena. Aber gut, ganz ehrlich, da lassen sich die eiskalt auskontern. Und dann rennt auch der alte Herr ja, vorne nochmal, tunnelt ihn nochmal und dann... Ich hab den Ball nach dem Anschluss maximal 2 Sekunden. War auch nicht ganz so gut. Das war sofort schon wie ein Tor. Ja, das stimmt. Du hast noch einen Freischuss gehabt, den habe ich direkt gekontert, das stimmt, ja. Ja. Was soll man dazu sagen? Ja, Dominanz der Bayern, da sind sie natürlich eiskalt. Wenn du noch 2 Tore machst, haben wir das 4-4, also von der Anzahl der Toren hier das. Ja, stimmt. Hast du richtig gerechnet, ich habe noch ein bisschen Zeit. Siehst du, das meine ich komplett. Egal, kannst du mit mir machen jetzt, was du willst. Ja, okay, so schnell ist dann doch nicht mehr. Ich komme nicht mehr an den Ball. Ah. Der sollte eigentlich noch eins weitergehen, hat leider nicht ganz funktioniert. Und übrigens, ich muss ja auch mal sagen, ich spiele defensiv. Also es können auch einfach mal viele Tore fallen, obwohl ich defensiv spiele. Ich habe sogar mehr Tore geschossen, als ich... Ja, noch ein zweites Tor. Mehr Tore geschossen, als ich defensiv gespielt habe, als ich offensiv. Ich hole auf, ich schaffe das noch. Und ein bisschen Zeit ist noch? Nachspielzeit 5-5. Da war ich nicht mehr ganz konzentriert, aber da war irgendwie auch niemand da hinten. Keine Ahnung. Verstehe ich jetzt echt auch nicht. Die waren wahrscheinlich schon alle in der Kabine. Und Rafael kommt da auch noch zu seinem Tor. Er hat ja was probiert, immerhin. Ja. Da darf er sich aber nicht so lange feiern lassen. Eigentlich ist es echt ein blöder Tag für die. Du müsst jetzt möglichst schnell weiter versuchen voranzukommen. Nicht? Ja, wird ja auch. Ja. Die Frage ist halt echt, hätte ich diese erste Situation reingemacht mit Hermann? Ja, gut. Wie würde es dann jetzt stehen? Das kann man immer sagen. Ah, da gibt's nochmal, ist er nochmal ein bisschen zu spät gekommen. Und jetzt Thorgan Hazard. Der ist eigentlich noch frisch, der ist überhaupt nicht gelaufen. Ist er. Nein, ich will einen Meter haben. Da ist Boateng. Dann werde ich mal meinen verkackten Meter haben. Mit einem tollen Timing gewesen, auf jeden Fall. Schon wieder Boateng da. Lahm. Wo ist klärt. Der Ball? Lahm klärt. Jetzt kannst du nochmal. Faul. Echt? Alter! Geht direkt weiter. Schnell gespielt. Das war auch nicht. Du machst auf jeden Fall kein Tor mit dem Beispiel. Schwör ich dir. Schade. Ich hab's probiert. Du wusstest es auch natürlich. Dass ich nicht hoch zu Robben gehe, sondern selber probiere. Da unten jubeln sie. Die Bayern jubeln zurecht. 5-2 abgeschossen. Hier noch die 4 Toren. Dominanz. Die sind weiterhin auf dem Weg ganz nach oben. Ja, wie in echt würde ich sagen. Kann so auch in echt passieren. Die
4 Tore von Lewandowski vielleicht nicht, aber wer weiß, ist alles zuzutrauen. 5 Schüsse, 4 Tore. Effektiv. Wie war das zur Pause? Wie viel stand es da? 2:1. Ich habe kurz vor der Pause das 2:1 gemacht. Dann hast du entweder falsch gewechselt oder. Ja. Also ich merke schon, der Martin ist hier total fertig. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, ich übernehme jetzt einfach für ihn seinen Part. Ja, also. Am Anfang war ich so stark mit dabei. Ich war sogar mal zwischenzeitlich besser als die Bayern. Ah ja, stimmt. Und dann zerlegen die mich einfach. Und ich habe keine schlechte Mannschaft. Ich habe ja nicht irgendwie nichts gegen Darmstadt oder Ingolstadt oder irgend sowas. Aber ich habe nicht so eine Mannschaft. Irgendwann hat sich zerrissen. Dann musstest du offensiver spielen. Dann habe ich nur. Ja gut, ich hatte hinten irgendwann nur noch drei. Bester Garten, oder so ein Scheiß. Zwei Abwehrspiele gehabt. Ja. Und dann geht es immer so ein Opfer. Und du hattest drei Stürmer gehabt. Ja. Also was ist da los? Ja. Ja gut, also wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt euch einen Daumen hoch. Ne? Also mir hat es auf jeden Fall gefallen, dieses Spiel. Und ja, ansonsten schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, entweder Bayern oder Mönchengladbach oder sonst irgendeinen. Es gibt ja alle möglichen Previews. Und ja, ansonsten sagen wir erstmal ciao, bis zum nächsten Mal, lieber. Ciao.